Schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ein chinesisches Sprichwort besagt, wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Windmühlen und die anderen Mauern. Das passt sehr gut zu meinen Gästen heute Nachmittag, die ihren Weg konsequent gegangen sind, egal wie viele Steine ihnen in den Weg gelegt wurden. Sie können heute voller Stolz sagen, das hätte mir niemand zugetraut. So wie mein erster Gast, die Beatrice, die früher einmal Hausfrau war oder wie man in der Schweiz sagt, Familienmanagerin, bis sie ihr Leben Gott gewidmet hat. Aber nicht nur. Hier ist die Beatrice. Beatrice, schön, dass du da bist. Danke. Wir möchten heute ein bisschen was von deinem Leben hören. Wie war das denn früher? Ich war Kind und wuchs auf in Basel. Mhm. Ich war Einzelkind und hatte eine sehr strenge Erziehung. Also Zucht, Ordnung und so, das war ganz wichtig. Und ja, in Österreich wird man vielleicht sagen, Hände falten, Goschen halten, sowas. Ja. Aber ja, deshalb war ich sehr behütet auch und sehr streng erzogen. Und mit 19 habe ich dann die Model-Ausbildung gemacht. Das hat mir eine gewisse Freiheit gegeben. Okay. Ja, und dann habe ich mit 23 habe ich geheiratet. Mhm. Und Familie gegründet, ja, das erste Kind. Und dann, ja, dann war dann die Tragödie. Da bin ich dann mit dem ersten Kind auf einem Fußgängerstreifen überfahren worden. Das Kind war, das Baby war 5 Monate alt. Und das war schon ganz schlimm. Ja, das hat mich ganz richtig in die Tiefe gezogen und wollte eigentlich gar nicht mehr leben. Das war schon happig, mhm. Ja. Aber dann kamen meine beiden nächsten Kinder. Das war die Tochter, also zuerst noch der Sohn, der zweite Sohn, und dann die Tochter. Okay. Dann war ich 21 Jahre lang Familienfrau. Ja. Und dann? Dann kam, glaube ich, die Trennung, gell? Oder? Ja, dann kam die Scheidung. Und ich habe dann, nach 21 Jahren Ehe, habe ich dann die Seelsorgeausbildung angefangen. Okay. Und ja. Warum? Wie bist du dazu gekommen? Ja, das war einfach wirklich der Sinn des Lebens, einmal zu finden, oder? Und hast auch Theologie studiert? Erst nachher. Ich habe den umgekehrten Weg eingeschlagen. Also zuerst die Seelsorgeausbildung und dann viel später, mit 53, habe ich dann angefangen, das Theologiestudium zu machen. Also das war so eine tiefe Sehnsucht zu wissen, woher wir kommen, was der Sinn des Lebens ist, vielleicht auch durch deinen Schicksalsschlag möglicherweise. Genau. Okay, gut. Ja. Und dann hast du irgendwann einmal deinen neuen Partner kennengelernt. Ja, sicher. Ja. Wann und wie war das? Das war eine Wende in meinem Leben, ja. Das war 2007. Ich war dann schon 56, ja. Und er war in einem Musikfachgeschäft tätig und ich ging mit einer Kollegin dorthin, die wollte ein Klavier kaufen und auf einmal hat er mich angesprochen und gesagt, hätten Sie Lust heute Abend mit mir ein Spiel anzusehen, ein Seenachtspiel heißt das bei uns. Und ich hätte 2 Eintrittskarten übrig. Und da sagte ich so, ach nein. Ich wusste, also ich sah das auch, er war ja viel jünger als ich. Und ich sagte, oh nein, Sie finden das sicher jemand Besseres als mich. Und dann hat er insistiert und hat gesagt, ich will aber Sie. Ich will niemand anderes, ich möchte Sie haben. Ja, und dann habe ich dann so nach hin und her, habe ich dann mal zugesagt, okay, dann komme ich mal. Ja. Und das war der Beginn einer großen wunderbaren Liebe. Beziehung, ja. Ich meine, der Altersunterschied ist doch sehr groß, 20 Jahre. Fast 20 Jahre, ja. Ja, genau. Hat dich das je
gestört? Hast du überlegt, das könnte irgendwann ein Problem werden? Vielleicht nein, gleich? Nein, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass so Jahre wichtig sind. Nein, es kommt auf die innere Einstellung drauf an, wie man sich in einer Partnerschaft verhält, dass man achtsam ist zueinander, dass man einander respektiert. Und da sind doch die Jahre gar nicht so wichtig. Also das ist meine Einstellung. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei euch ist, ja, aber so viel anders wird es nicht sein. Ist der Mann älter, 20 Jahre, dann fragt man nie so viel nach wie umgekehrt. Gell? Umgekehrt, wenn die Frau älter ist, ist das gleich so ein bisschen komisch. Ja, aber komisch, ist der Mann 30, 40 Jahre älter? Na, mein Gott, genau. Ja, gut, hol mir dazu, deinen Marco. Du hast ihn ja mitgenommen, den jungen Mann. Hier ist der Marco, herzlich willkommen. Nachmittag. Marco, da werden wir jetzt gleich verraten, du bist 45, ergo ist die Beatrice 65. Genau. Als ihr euch kennengelernt habt, warst du 37. Ja. Und wie war das, als du sie gesehen hast? Es klingt sehr kitschig und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Sie kam ins Geschäft, ich sah sie und ich wusste einfach, das ist sie jetzt. Okay. Ja, ich Liebe auf den ersten Blick. Ja, es klingt furchtbar komisch und kitschig und ich habe 37 Jahre lang verzweifelt eine Frau gesucht, habe nie einer Frau gesagt, dass ich wirklich mit ihr nur ins Bett will, habe immer den lieben Bekannten, den verständnisvollen Freund und weiß ich was alles gespielt und wollte eigentlich nur eines. Also nein, nicht nur, aber viel. Ja. Oder oft. Ja. Okay. Und dann kam die Beatrice ins Geschäft und ich sah sie. Und dann wusste ich, jetzt hat meine Suche ein Ende. Und im Nachhinein hört sich das unheimlich doof an, aber es war wirklich so. Und Gott sei Dank hattest du diese beiden Karten, nicht? Ja, diese Karten. Es kam niemand. Ich habe eine ganze Woche versucht, irgendjemand verzweifelt zu finden. Und dann kam diese Frau. Und dann dachte ich mir so. Und jetzt sage ich mal einer Frau, ich will, dass sie kommen. Und das war für mich dann, ist im Nachhinein gesehen eine Bestätigung. Man muss sagen, was man denkt. Ja, vor allem sollte man, wenn man Single ist, immer zwei Karten parat haben. Für irgendein Konzert, Fest, Spiel, egal. Ja, ja, das ist einfach sicherlich nicht immer schlecht, was im Sack haben, dann wieder auf der sicheren Seite. Also ist ja. Ja, genau. Wir haben schon verstanden. Deine Eltern sind in Wirklichkeit in Beatrice Alter, also nur ein paar Jährchen älter als die Beatrice. Ja. Wie haben sie reagiert darauf, als du sie vorgestellt hast? Ich habe es langsam gemacht. Ich habe gesagt, ich habe eine Frau kennengelernt, die ist ungefähr 10 Jahre älter. Das war alles kein Problem. Und dann im zweiten Telefonat haben sie ein bisschen mehr gefragt, ich habe ein bisschen mehr erzählt, dann waren es irgendwann 15 Jahre. Und so habe ich mich rangetastet und irgendwann sind wir dann bei knapp 20 stehen geblieben. Und sie können es bis heute nicht einordnen, dass ihr Sohn, den sie großgezogen haben, in Recht und Treue und Glauben erzogen, jetzt eine Frau hat, die 20 Jahre älter ist. Vor allem ist ja die Kinderfrage damit eigentlich weg, nicht? Also die ist weg, absolut, war für mich nicht ein zentraler Wunsch. Okay. Und jetzt bin ich zu egoistisch, ich will meine Beatrice für mich. Und außerdem hat sie ja schon Kinder. Ja. Insofern ja, Kinder. Ist das ja abgehakt. Ja, absolut. Es kam ja dann auch ziemlich schnell der Heiratsantrag. Plus Hochzeit, nicht? Ja, der kam ziemlich schnell, weil ich wusste ja genau, um was es bei Beatrice geht und bei mir. Und der war dann sehr schnell da. Also okay. Ganz klar. Romantisch, ist auf die Knie gegangen. Ein junger Mann kann das nicht. Ich bin auf die Knie gegangen, habe unseren Cockerspaniel zwischen die Beine genommen und so hochgesehen mit einem treuesten Hundeblick, eine Unterstützung durch den Hund und habe gesagt, merkst du auch, dass es stimmt? Und da hat sie gesagt, ja, es passt. Und da habe ich gesagt, gut, dann werden wir in 3 Monaten heiraten und das haben wir dann tatsächlich vollzogen. Auf alle Fälle, Beatrice, hast du einen Mann gefunden in Marco, der dir jeden Wunsch von den Augen abliest? Vor allem gab es da diesen
diesen Traum, der immer in dir war. Du hast anfangs erzählt, du hast die Modelschule gemacht. Ja. Und dann war da immer so ein Wunsch von dir. Der Wunsch, noch einmal zu modeln. Das habe ich meinem Mann erzählt. Okay, genau. Und was hast du gemacht? Ich habe das aufgegriffen und habe mir gesagt, wenn schon, dann schon. Dann werde ich meiner Frau ein Shooting beim Hugh Hefner Fernsehstudio in München organisieren, damit sie ihren Modeltraum auf eine weit gefasstere Weise ausleben kann. Das ist ein Wahnsinn. Diese Fotos also sind so schön. Zum 60. Geburtstag. War das, ja. Ja. Genau. Ja, ja. Wie war's? Es war super. Es war super. Ich hätte das nie gedacht in meinem Leben. Ja, wirklich. Dass ich mit 60 in ein Fotostudio nach München von Hugh Hefner Aufnahmen machen kann, das hätte ich mir nie zugetraut. Na, und vor allem das ganze Leben nicht in Wirklichkeit, so wie es begonnen hat eigentlich, ne? Wo du sterben wolltest und dann, was dann noch alles gekommen ist. Nicht? Was alles noch dazugekommen ist, ist Wahnsinn. Ja. Was tust du für dein Äußeres? Eigentlich fast nichts. Also ich habe ja meinen Mann, der hält mich jung. Der jüngere Mann hält jung. Keine Frage. Nein, ich mache nicht viel. Ja. Ich gehe mit dem Hund spazieren, walken. Ich mache für mich Yoga und Tai Chi. Ja. Na, das ist schon einiges. Ja, ein bisschen so. Aber sag, und würdest du das jeder Frau empfehlen, dass sie mit 60 oder vielleicht auch später oder um die 60 so ein Fotoshooting macht? Für den eigenen Selbstwert, für Selbstwertgefühl? Ach, das glaube ich nicht. Weil ich habe das, ich würde das nicht empfehlen. Ich habe das schon in mir drin gehabt, als ich Kind war. Ich habe das Shooting schon als Kind eigentlich gehabt. Und das ist etwas wie eine Berufung, das gefällt mir. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann... Also man braucht es nicht, um zu wissen, man nein, ist noch schön. Es gibt doch andere Sachen für das Selbstwertgefühl. Und für mich stimmt jetzt das. Okay. Für jeder andere Mensch stimmt etwas anderes. Aber du warst schon sehr stolz, gell, Marco? Ja. Ich meine, okay, sie ist vielleicht älter, aber hallo. Hallo. Da habe ich einen scharfen Zahn. Ja, das war den ersten Gedanken, den ich nicht aussprechen hätte sollen im Studio, aber das war der erste Gedanke, als ich meine Frau gesehen habe. Ja, du hast erraten. Wunderschön. Also vom Supermodel kommen wir jetzt zu Pippi Langstrumpf. Kennt man in der Schweiz auch nicht? Ja. Ja, genau. Also Elisabeths großes Vorbild ist die berühmte Pippi Langstrumpf. Warum das so ist und wie sie lebt, das erzählt sie uns jetzt. Hier ist die Elisabeth. Hallo. Wir haben uns jetzt erwartet, die roten Zöpfe, die streiften Strümpfe. Ja. Aber trotzdem war sie für dich wahrscheinlich, als Kind hat sie dich geprägt, die Pippi Langstrumpf. Ja, das liegt an meinem Alter. Aber was mich vor allem prägt, ist das Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Genau. Erzähl von deiner Welt oder von deinem Leben oder wie sie sich entwickelt hat zu dem, was du heute machst. Ja, das ist, es gibt eben keinen roten Faden in dem Sinn, sondern ich habe mein Leben immer wieder in einem bestimmten Rhythmus sehr radikal verändert, weil mich meine innere Stimme, mein Herz, wie immer man das nennt, dazu hingezogen hat. Und da waren halt oft recht radikale Schritte dabei. Was denn zum Beispiel? Erzähl so vom Anfang deines Berufslebens vielleicht. Der Anfang war relativ unspektakulär. Also ich bin im Internat gewesen, Tourismusschule, war dann auf einem Kreuzfahrtschiff. Das war vielleicht das Erste, was nicht jeder macht, weil grundsätzlich wollte ich so viel wie möglich, so schnell wie möglich von der Welt sehen. Und für Stewardess war ich ein bisschen glanzblatt. Deswegen war ich gesagt, okay, machen wir Kreuzfahrtschiff. Und das war die beste Entscheidung, weil alles ein bisschen langsamer abläuft. Und da habe ich unglaublich viel gelernt. Also für mich selbst auf engstem Raum mit 500 Menschen zusammenleben auf ein Jahr. Und bin dann aber, es war ein sehr schönes Leben, sehr leichtes Leben in einer gewisser Weise auch. Und bin dann aber zurück, also habe zwei Verträge gemacht und habe gesagt, so, jetzt möchte ich studieren. Berufsziel war grundsätzlich Journalismus. Und bin dann zurückgekommen und habe dann begonnen zu studieren. Und ist mir aber mein Nebenjob dazwischen gekommen. Also für mich war klar, die Eltern finanzieren das nicht, das möchte ich selbst. Ich bin Burgenländerin, bin dann gleich nach Wien gezogen, weil ich war eben vorher im Internat 5 Jahre und dann auf Kreuzfahrtschiff und immer mit vielen Leuten zusammen und dann war es Zeit für die eigene Wohnung. Bin nach Wien gegangen und habe dann angefangen im Telefonmarketing für einen Personalberater. Ohne Vorteile, keine Ahnung gehabt, was Telefonmarketing ist. Niemand hat mir gesagt, dass das ein Job ist, der eigentlich
komisch ist. Habe das dann mit Begeisterung gemacht und war natürlich dementsprechend gut drin und bin dann bitten geblieben in dieser Branche. Also habe dann das Studium BWL begonnen zu studieren, habe dann aufgehört und habe mir dann, war dann Personalberaterin, habe mit 24 schon die Filiale übernommen, habe ja, also Karriere war vorgezeichnet. Habe dann aber mit 27 beschlossen, mich selbstständig zu machen und habe dann ein Personalvermittlungsunternehmen gegründet mit einer Partnerin in der Wiener Innenstadt. Das habe ich dann fast 10 Jahre lang gemacht und dann kam der nächste große Schritt, die haben wir mit 35 mein Haflinger gekauft, das ist ein eigenes Pferd, habe sehr spät zum Reiten begonnen. Und damit hat sich das Leben ganz radikal verändert. Also ich wollte dann nicht mehr im Büro sein. Und mit Stöcke schon und Ding. Ja, ja, alles, was dazu gehört, klar. Ja, also so richtiges Karrieremädel halt, ja, in dem Sinn. Und dann war es aus, dann war ich im Stall und mit dreckigen Schuhen und um 6 aufgestanden oder um 5, um ja beim Pferd sein zu können. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und währenddessen habe ich angefangen zu suchen mit meinem Mann, wir haben ein Haus in Klosterneuburg gehabt, nach einem Hof, also wo ich den Haflinger zu mir holen kann, also das Pferd bei mir haben kann. Der war klassisch eingestellt. Also wenn man in Wien wohnt, hat man das Pferd irgendwo in der Umgebung eingestellt. Wir haben 5 Jahre lang gesucht und haben dann, sind fündig geworden in Weppersdorf. Das ist so ein kleines Dorf mitten im Burgenland, also neben Oberpullendorf. Und haben dann den Hof gefunden. Und der war viel größer, als wir es erwartet haben. Wir wollten eigentlich nur 2 Pferde. Dann haben wir 3,5 Hektar gehabt und haben gesagt, okay, Tiersitter braucht da sowieso niemand im Burgenland. Da zeigen sie mir einen Vogel, muss ich wieder was Neues machen. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dann haben wir die 2 Pferde gehabt, dann sind Eseln dazugekommen und Ziegen und Schafe und Hühner und Schweine und mittlerweile haben wir 100 Tiere circa. Ist Gnadenhofkonzept, das heißt, die 2/3 der Tiere sind gerettet, also die nehmen wir, weil es irgendwer niemand nicht mehr will oder wir retten es vom Schlachten. 1/3 ist, weil ich Freekick bin. Also wir haben zum Beispiel 2 Nandus, die sind nicht Nandus. Ah, Nandus, ja, ja. Das sind südamerikanische, ja, Laufvögel, ja, ist halt einfach cool. Die wollte ich haben. Und das Ganze ist aber auf wirtschaftlicher Basis. Also ich bin jetzt nicht die klassische Aussteigerin, die sagt so, Bauernhof und Selbstversorger und ich tue nichts mehr, sondern mir war wichtig, dass das Ganze nicht auf Spenden aufgebaut ist, sondern dass ich das irgendwie selbst finanzieren kann. Aber das ist jetzt ganz was anderes, als du anfangs gemacht hast und gelernt hast. Hast, genau, du dir das von Anfang an zugetraut, im Sinne von, das schaffe ich, das kann ich? Ja. Weil das ist doch sehr viel, ja, du hast viel gelernt als Tiersitterin, aber du, genau, hast nicht gelernt, wie man, ja, mit Schafen, Schweinen oder Eseln umgeht. Genau. Ne? Nandus. Ja, Nandus. Die hat in Wien nicht aufpasst. Ja, also ich muss sagen, ich habe zum Glück eine Riesenportion Urvertrauen. Jetzt habe ich gerade wieder Veränderung, also im Sommer habe ich begonnen als Coach zu arbeiten für Persönlichkeitsentwicklung, hauptsächlich für Leute, die sagen, an einem Punkt sind so... So Burnout, ne? Nein, vorher, möglichst noch vorher, wo man einfach sagt, an einem Punkt, ja, so geht es nicht mehr weiter, ich möchte was ändern. Und kann sich das jeder zutrauen, so ein Leben zu führen wie du, oder braucht man dieses Urvertrauen in sich selber? Man kann das Urvertrauen, glaube ich, schon lernen. In Zeiten wie diesen, gell, wo eigentlich sehr vieles alles haben, ja, und unzufrieden sind. Gell? Genau, das ist ja das, was ich jetzt mache, also wozu ich ja Menschen motivieren möchte. Das kann grundsätzlich jeder, man muss aber wollen. Und das will ja nicht jeder. Also viele Leute wollen das auch gar nicht. Die haben ganz gerne ein geregeltes Leben, was recht vorgezeichnet ist. Und ja. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es jeder in sich trägt und das ist ja das, worum es geht, seinem Herzen zu folgen. Und würdest du sagen, dass man Frauen hierzulande weniger zutraut als Männern auch? Das Problem ist, dass Frauen sich selbst weniger zutrauen. Aha. Ja. Okay. Und eben auch, glaubt die Niki, dass man Frauen weniger zutraut. Aber das passt vielleicht auch zu Niki und zu ihren Jobs und Hobbys. Und sie sagt auch, Frauen haben es auch dann ganz besonders schwer, wenn sie auch noch gut ausschauen. Hier ist die Niki. Du hast eine Männerdomäne erobert, gell? Genau, ja. Wann war denn das und warum? Das hat 2006 begonnen. Und zwar war das der Bereich Motorsport, wo ich eben Kartrennen und Autorennen gefahren bin,
was man natürlich von mir überhaupt nicht erwartet. Und ja, das war sehr spannend. Na, von, nicht nur von dir nicht, sondern von Frauen nicht. Richtig, ja, gerade genau. Motorsport. Wie haben denn die männlichen Kollegen reagiert, wenn du das schnellste warst oder überholt hast? Also zu Beginn, wie ich neu dazugekommen bin, war es eigentlich, bin ich mit Begeisterung aufgenommen worden, aber umso schneller und umso besser ich geworden bin. Und eben, wenn ich dann Männer überholt habe und hinter mir lassen habe, dann war die Freundlichkeit nicht mehr so gegeben. Okay. Und wie ist es dann weitergegangen, dein Leben? Oder was hast du denn vorher gemacht? Weil irgendwer war ja auch vorgezeichnet, dein Weg zum jetzigen Zeitpunkt, nicht was du jetzt machst. Genau, du sprichst jetzt wahrscheinlich auf die Misswahlen an. Also ja. Ich war mit 15 die jüngste Miss, die es jemals gegeben hat, war eben 1997 Miss Oberösterreich. Mhm. Und ja, da hat eigentlich eine sehr spannende Zeit begonnen. Und ja, natürlich, als Miss wird man dann auch wieder anders betrachtet. Und für mich war es halt immer die Herausforderung. Wie wird man betrachtet? Generell finden natürlich eine schöne Frau viele sehr schön und interessant, aber es kommt dann auch oft das typische Klischee dazu, eine schöne Frau schließt Intelligenz aus, was ja, wie wir wissen, nicht so ist. Und ja, man wird sofort in verschiedene Kategorien eingeteilt. Jetzt fährst du den Motorsport aber hinter dir gelassen und das hat einen Grund, einen schönen Grund. Welchen? Einen sehr schönen Grund, genau. Ich habe eine kleine Tochter, die Flora, die wird jetzt bald 5 und bin eben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, noch Rundstreckenrennen gefahren. Okay. Davor auch Rallye, aber zu dem Zeitpunkt also... Und dann hast du es aufgegeben, des Kindes wegen, und willst du es auch nicht mehr machen? Jein, also der Reiz ist schon immer wieder gegeben, vor allem ist ja das meine totale Leidenschaft. Und ich fahre jetzt Kartrennen, fahre ich nur hobbymäßig, und ja. Da merke ich schon auch, wenn ich wieder im Kart drinnen sitze, dass da einfach, ja... Und wenn du Auto fährst, Normalauto, ja, fährst du das sehr schnell und sicher? Also ist schon einmal ein Mann mit dir mitgefahren und hat gemeint, Ja. Also natürlich nur nach Straßenverkehrsordnung, selbstverständlich. Ja, die Polizei hört eh nicht hin. Da hört ja keiner zu. Generell mag ich schon zügig. Also ich bin überhaupt ein bisschen zügiger, zackiger Typ und von dem her. Aber es ist auch sehr schön, wenn man dann von Männern Komplimente bekommt, wenn wer mitfährt, die dann sagen, wow, du kannst richtig gut Auto fahren und einpacken, vor allem einpacken. Ja, genau. Ja. Aber im Moment fährt da niemand fixer mit, gell? Du bist Single. Richtig. Wieso? Unglaublich. Ja, das ergeben sich manchmal im Leben Situationen, die dann nicht mehr so passen und dann muss man es halt ändern. Und es ist eigentlich als Single auch einmal sehr schön. Ich war sehr lang in einer Beziehung und in einer Ehe, aber das ist halt wieder ein neuer Lebensabschnitt und ich bin generell ein sehr positiver Mensch. Und ist aber auch so was, gell? Alleinerzieherinnen traut man auch nicht alles zu. Oder das ist auch schon so, gell? Richtig, ja. Es ist halt einfach, als Mutter muss man sehr viel organisieren. Meine Eltern. Okay. Also meine Eltern sind eine sehr große Stütze und ja, mein Bruder auch. Und ich habe ganz, ganz wenige sehr liebe Freunde, die auch immer hinter mir stehen. Und das ist halt, das macht halt einfach stark. Okay. Wenn du die Beatrice anschaust, ja, kannst du hoffnungsfroh sein, gell, ins Alter blicken. Also bei dir traue ich auch zu, dass du mit 70 oder 80 noch Modelfotos machst. Ha? Danke. Ja, großes Kompliment. Ja. Habe ich vorhin schon gesehen, habe die Fotos betrachtet. Ja, Kompliment. Du, wie gehst denn du damit um, wenn dich Männer sofort kategorisieren oder schubladisieren, wenn sie dich gleich so als schöne Frau, als Model, als Weibchen sehen? Das ist eigentlich immer eine sehr schöne Herausforderung, weil man dann... ja, auch die Möglichkeit hat, dass man vom Gegenteil überzeugt. Und ja, mich freut es immer, weil es ist wirklich so, man kommt wo rein und es geht uns eh allen so. Man betrachtet wen sofort und teilt ihn einfach ein. Das ist genau, so. Ja. Und das ist dann eigentlich danach immer sehr schön. Viele, die mich kennenlernen, die dann sagen, boah, ich habe mir die ganz anders vorgestellt. Arrogant ist immer ein großes Stichwort. Ja. Bist du total lieb und natürlich. Oder ja, wenn man einfach dann... Aber ist das nicht ermüdend? Wenn man eigentlich sich immer beweisen muss, dass man eh lieb ist und gescheit ist und nicht so arrogant und unsympathisch und von oben herab die Leute behandelt? Das kommt, auf das Alter drauf an. Es waren Phasen dabei, wo ich das sehr beweisen wollte. Nein, ich bin eh total lieb und ich bin eine Gescheite und es ist nicht nur die schöne Hülle, sondern da steckt viel mehr dahinter. Und ich glaube, mit zunehmendem Alter wird dann das eigentlich immer mehr egal, weil ich weiß, wer ich bin, was ich kann, was ich erreicht habe und die mich kennenlernen, wissen, wie ich bin und alle anderen, man kann sowieso nie jedem recht machen und von dem her habe ich das Bedürfnis jetzt eigentlich nimmer.
Das heißt, wenn man dir etwas nicht zutraut, ist das für dich sogar ein Ansporn. Richtig. Das zu beweisen, ein Wort neu. Jetzt. Richtig. Ja. Wir werden gleich erfahren, was einen Manager dazu bewegt hat, Mönch zu werden. Übrigens einer der bekanntesten hierzulande. Und warum reich sein keine Sünde ist. Bis gleich. Hätte mir niemand zugetraut, ist mein Thema heute Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, wie ungewöhnlich Ihr Leben verlaufen ist. Vielleicht haben Sie auch etwas gemacht, wo nie jemand gesagt hätte, dass man das schafft, dass Sie das schaffen. Ist vielleicht eine spannende Geschichte, die Sie gerne erzählen möchten. Oder Sie sind der Typ, der lieber im Publikum sitzt und zuschaut. Ich sage immer so, die Theateratmosphäre anlehnen und zuschauen und dabei sein. Wenn Sie das gerne machen möchten, dann rufen Sie uns bitte an. Die Nummer der Publikumsredaktion, das sehen Sie jetzt am Bildschirm. Und vielleicht lernen wir uns ja kennen, so wie der Franz und ich uns da heute gerade quasi kennenlernen. Franz, du bist ein Kämpfer, du hast nie aufgegeben, deswegen passt du auch so gut in diese Sendung hinein. Du bist arbeitslos geworden vor ein paar Jahren. Was hast du denn gemacht und warum? Eigentlich bin ich zweimal arbeitslos geworden. Mhm. Ich war 20 Jahre lang Bäcker, nebenbei 10 Jahre Miesner in unserer Pfarrkirche. Und nach einem, heute würde man sagen, klassisches Burnout, habe ich aufhören müssen. War lange im Krankenstand und habe nach einem halben Jahr, kann man sagen, oder dreiviertel Jahr, wieder eine Arbeit gefunden. Arbeitslos zu sein, das erste Mal, das war eine kleine Katastrophe. Ja. Es kann sich keiner vorstellen, der was eine Arbeit hat, wie das ist, wenn man keine Arbeit hat, wenn man gerne arbeiten möchte. Und man geht spazieren und man muss irgendwie den Tag umbringen. Mhm. Und das zweite Mal arbeitslos bin ich geworden, nach zwölf Jahren in einem Lager als Kommissionierer und bin aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen gekündigt worden. Okay, und das war die schlimme Zeit? Das war die ganz, ganz schlimme Zeit. Da bin ich komplett zusammengebrochen. Mhm. Komplett, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch komplett zusammengebrochen. Habe wieder einen richtigen Nervenzusammenbruch gehabt. Wie lange warst du da arbeitslos? Wie viele Jahre? Fast knapp 8 Jahre war ich arbeitslos. Und habe aber nie aufgegeben zum Bewerbungen schreiben. Über 300 Bewerbungen geschrieben. Du hast dich auch so nicht aufgegeben. Nein, überhaupt nicht. Ich habe begonnen mit dem Rosenkranzgebet, jeden Freitag in der Pfarrkirche. Wenn Not am Mann war, habe ich sogar den Rosenkranz vorgebetet, auch heute noch. Ja. Und habe angefangen, wandern zu gehen, spazieren zu gehen. Und deine Frau, welche Rolle hat deine Frau gespielt? Meine Frau hat mich ja total unterstützt. Für meine Frau war das eigentlich eine Katastrophe. Hat aber nicht mehr geglaubt, dass du je noch eine Arbeit findest. Und heute hast du eine Arbeit. Welche? Heute habe ich wieder eine Arbeit gefunden. Und zwar welche. Ich arbeite in einer Mühle mit Landesprodukten, wo sehr viele LKWs beladen und entladen werden. Mhm. Und meine Aufgabe ist eigentlich die Reinigung der Gebäude und die Sauberhaltung der Flächen, der Betriebsflächen. Und bist jetzt quasi wieder angekommen und wieder, arbeitest fleißig. Ich habe einen 20-Stunden-Job. Und es siehst wieder einen Sinn im Leben. Gell? Gratuliere, Franz. Alles Gute. Gell? Ja, das Leben kann einen Weg gehen und dann kommen Abzweigungen und dann zack, geht man in die andere Richtung. Bei der Bibi war das so, da ist ihr Aussehen immer sehr, sehr wichtig gewesen und deshalb hat sie sich auch in den letzten Jahren radikal verändert. Hier ist die Bibi. Bibi, du siehst super aus. Dankeschön. Ja, wie war denn das früher? Anders. Ja, ganz anders, ja. Okay. Wobei ich sagen muss, dass meine Veränderung nicht nur wegen dem Aussehen war, sondern wegen dem Wohlbefinden. Wegen allem, gell? Ja. Genau. Ich habe 40 Kilo mehr gewogen, habe mich wirklich krank und auch energielos gefühlt, ja. Habe Sorge gehabt, den Alltag überhaupt noch zu bewältigen. Mhm. Und
Und irgendwann einmal der Moment, so kann es nicht weitergehen. Ja. Wann hast du denn zugenommen? Warst du als Kind auch schon dicker? Ich war schon immer ein bisschen stärker. Ich sehe mich jetzt auch nicht mit Zielgewicht super schlank. Ja. Also darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass man doch wieder einfach ein lebenswertes Leben führen kann. Ja. Also mit Bewegung und einfach aus dem Vollen schöpfen kann und nicht eingeschränkt ist durch das Das heißt, du warst als Kind schon ein bisschen stärker und das hat sich so immer wieder gesteigert oder gab es diesen berühmten Jojo-Effekt, mehr, weniger? Den gab es auch, also, aber es war einfach eine kontinuierliche, starke Steigerung. Ja. Okay. Ich kann im Nachhinein sagen, es war das Thema Selbstliebe schon auch dabei, dass das gefehlt hat. Und du hast sehr viele Anfeindungen erlebt, gell? Ja, also es war tatsächlich so, dass ich also Verspottungen auf der offenen Straße erlebt habe, dann im Umfeld, also ständige Bevormundung, Beobachtung. Ja, es wird immer genau geschaut, was ist ein so stark Übergewichtiger, was kauft er? Also man sieht die Blicke, ja. Die meisten Leute schauen sowieso durch dich hindurch, ja? Oder manchmal schauen sie dann nur kritisch und man sieht es genau in den Gesichtern, was sie denken. Ja? Mhm. Also es ist sehr verletzend gewesen, diese Phase dann. Ja? Also, weil ich bin ja der gleiche Mensch. Ja? Und wäre ich jetzt noch schlanker, dann wäre ich zum Beispiel ja auch die gleiche. Ja? Ja. Also es ist für die Seele nicht angenehm, das auszuhalten, wenn die Leute... Wieso glaubst du, so machen sie das? Warum? Also wieso... Dürfen oder kritisieren Menschen einen anderen? Ich glaube, es man geht ja nicht, man geht auch nicht her und sagt, Herst, du bist dünn, du bist viel zu dünn, iss was. Ne? Sagt man ja auch nicht. Manchmal ist es Unwissen. Ja. Ja? Und sich gar nicht bewusst machen, was das dann im Gegenüber auslöst. Manchmal ist es aber auch ganz bewusst, sich besser fühlen wollen und sich erhöhen über die anderen. Ja? Mhm. Dann ist der Tag wieder besser, ja, wenn es irgendeinen gibt, dem es noch schlechter geht. Oder also da sind auch dann diese vermeintlichen, ich meine es ja nur gut mit dir, Geschichten. Weil in dem Moment, wo ich es mit jemandem ja nur gut meine und ihn zuschütt mit Ratschlägen, also ich bin auch nicht ganz davor gefeit, aber man erhöht sich dadurch selbst über den anderen. Ja, und das ist so die Frage. Bibi, und wie hast du es jetzt geschafft? Nach etlichen, ich kann mir vorstellen, vielen Diäten. Ne? Ich glaube, es gibt keine, die ich nicht gemacht habe. Und welche waren die schlimmste? Auch lang. Also Low Carb war für mich also schon sehr grauslicher mit dem vielen Fleisch und Eiweiß und so. Also das war auf Dauer nicht meins. Ja. Okay. Ich habe alle Diäten gemacht, ich habe sie auch monatelang gemacht. Das Problem ist nur die Kopfkontrolle. Ja. Also es geht jede Diät natürlich eine Phase, also eine Weile. Ja. Nur man muss dann immer so viel Aufmerksamkeit und es ist doch so schade um die viele Energie, die da verloren geht, wenn wir uns eigentlich den ganzen Tag nur überlegen, wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Gramm Fett und Eiweiß habe ich heute gegessen und genau zählen und dokumentieren, sich ständig beobachten und einfach ja, genau kontrollieren, ja, diese ständige Kontrolle. Ja. Und das ist auch, das, was ist so viel Kraft das auch so, dass man mit jedem quasi Fehlversuch auch ein bisschen so den Glauben an sich selber verliert? Ja, es also tut mir selbst oder dass man schon vorher auch weiß, das, ja. Okay, ich mach's, aber das heute eh nicht durch und irgendwann bin ich wieder dort, wo ich war. Ich war naiv, ich habe jedes Mal geglaubt, diesmal schaffe ich es. Ah, okay. Also da war ich eigentlich unerschütterlich, aber letztlich tut es mir im Selbstwert dann schon was, ja, wenn man es wieder nicht schafft, ja, und wenn es eigentlich immer nur nach oben geht, anstatt hinunter. Ja. Vor allem sagst du, du möchtest keine Diät mehr machen, du willst nicht verzichten, du möchtest nicht das essen dürfen, das nicht, das und die Uhrzeit und die sicher nicht, sondern du möchtest einfach eigentlich genießen, nicht? Ja, also ich habe dann zum Glück das Schmauen entdeckt und das war knapp, bevor ich mich operieren lassen wollte eigentlich. Ja. Und ich bin so dankbar, dass mir das also noch rechtzeitig sozusagen in die Finger gekommen ist, das Buch. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich gelernt, Nahrung als Geschenk zu sehen, ja, den Geschmackssinn wieder zu reaktivieren, wieder dem Bissen im Mund Aufmerksamkeit zu schenken, also mit Hingabe zu essen, mit Dankbarkeit, mit Gefühl, ja, wieder unterscheiden und hinspüren, die Qualitäten rausschmecken, ja. Mhm. Also es macht dann auch was mit dem, also das Wie macht auch was mit der Lebensmittelauswahl, ja. Automatisch werde ich dann nur noch die Dinge essen, die mir wirklich schmecken, ja. Und was heißt das noch einmal, Schmauen? Schmauen ist eine Mischung aus Kauen und Schmecken und ist nichts anderes als ein Achtsamkeitstraining, so eine Art Yoga im Mund, ja, wo es darum geht, die Mundverdauung wieder zu Also das ist sehr lange kaut, nicht? Ja, es geht nicht nur ums Kauen, also es geht auch ums Riechen. Aber die meisten von uns kauen nicht mehr, sondern schlucken nur mehr, nicht? Also das ist zweimal, dreimal beißen, zack, schlucken. Genau. Sind ja auch die meisten Sachen ja
Also viele Sachen sind auch so weich, die muss man doch gar nicht wirklich beißen, nicht? Also das ist... Genau. Ja. Das Schöne ist, wenn ich den Bissen länger im Mund behalte, ja, kann ich ja auch immer schlucken dazwischen. Ja. Also es ist auch ein lustvoller Vorgang, das Schlucken in Kombination mit dem Geruch und dem Geschmack. Ja. Und ich vergrößere durch das mehrmalige Schlucken von einem Bissen das Volumen der Speise. Das heißt, ich habe einfach mehr Volumen, das macht mich rascher satt. Außerdem habe ich mehr Geschmackserlebnisse. Geschmackserlebnisse bewirken eine Endorphinausschüttung, die macht zufrieden und satt nach dem Essen. Das macht auch glücklich, also nur gutes Essen macht uns wirklich zufrieden. Mhm. Wir sind vielleicht voll und vollgebampft. Ja? Ich habe früher ein Dreigang-Menü essen können und eine Tafel Schokolade habe ich geschafft an schlimmen Tagen. Ja? Mhm. Also, und war nicht satt. Ich war voll, aber ich war nicht satt. Und wenn ich aber mit Achtsamkeit esse, dann bin ich nachher wirklich in meiner Mitte. Ich habe viel Energie nach dem Essen. Und hast dich aber am Anfang, wie du mit dem Schmauen begonnen hast, also ich finde das Wort so schön, Schmauen, hast du da aber schon dich immer konzentrieren müssen, dass du eben schmaust? Ne? Ja, schon. Also die erste Phase ist es üben, üben, üben. So wie wenn man Fahrradfahren lernt oder irgendeine neue Fertigkeit. Es ist ein Werkzeug, ja. Und wenn ich es nicht so gewöhnt bin, weil es wird uns ja oft schon im Kindergarten, in der Schulzeit, im Elternhaus abtrainiert, langsam zu essen und genussvoll zu essen. Ja, schnell, schnell, schnell. Um das Timing, das die Eltern oder die Schule vorschreiben und nicht das eigene. Ja. Das sind einfach jahrzehntelang eintrainierte Verhaltensmuster. Und um die wieder zu verändern, das ist eine Verhaltensänderung, müssen wir das üben, erstmals. Ja. Aber wenn wir dann wissen, wie lustvoll und wie toll das ist und wie das den ganzen Körper und auch den Geist belebt, ja, dann und auch dem Selbstwert einfach gut tut, wenn wir selber genießen dürfen, endlich wieder, ja, dann machen wir das gerne, weil wir ja schon wissen, wie gut es uns tut, ja. Also wir würden das Schmauen würde sich nie aufrechterhalten lassen, eben mit Kopfkontrolle, wenn es nicht so lustvoll wäre. Dann wird's. Aber man kriegt richtig Lust zum Schmauen, wenn man dir zuhört. Ja. So schön. Und dein Ziel ist noch ein bisschen mehr oder bist du jetzt da angekommen? Natürlich würde ich mir schon noch wünschen, so ein bisschen abzunehmen, ja. Aber ich mache das langsam. Ja, genau. Das ist ja gescheiter langsamer schnell, ja. Auf alle Fälle bist du jetzt einfach in deinem Körper glücklicher als das. Ja, ich bin wieder beweglich, ich kann wieder Ballett machen und solche Dinge. Okay. Ja, und das ist so schön einfach. Ja. Also das ist wirklich für mich einfach sehr glücklich machend, dass ich eine 180-Grad-Wende. Auch mein nächster Gast hat sein Leben um 180 Grad geändert. Hier ist Altabt Gregor Henkel Donnersmarck. Herzlich willkommen. Lieber Herr Abt, man kennt Sie. Sie sind kein fremdes Gesicht, aber viele Menschen wissen nicht, wie Ihr Werdegang war. Sie waren, bevor Sie Mönch geworden sind, etwas ganz anderes. Was war denn Ihr beruflicher Werdegang? Ich habe nach der Matura und dem Bundesheer, habe ich hier in Wien an der Hochschule für Welthandel studiert bis zum Diplomkaufmann. Dann habe ich die Zeitung aufgemacht, die Zeitungsanzeigen und habe einen hochinteressanten Job in Frankfurt bekommen, in der betriebswirtschaftlichen Abteilung, Organisation, die Urzeit der Datenverarbeitung, faszinierend, und wurde dann nach 3 Jahren Geschäftsführer für Spanien mit Sitz in Barcelona. Eine wunderschöne Stadt, eine ideale Zeit. Ich bin, bitte, um gleich jedes Missverständnis zu vermeiden, ich bin nicht aus Verzweiflung ins Kloster gegangen. so wie viele das jetzt machen. Das ist das übliche Schema. Ja. Da muss irgendwas schiefgegangen sein. Auch mein Chef aus Frankfurt hat, wie ich ihm das am Telefon, bleiben Sie im Büro, ich komme sofort mit dem Flugzeug, bleiben Sie doch. Dann habe ich ihn gut überzeugen können. Er war dann sogar bei meiner Primiz in Klagenfurt dabei. Also wie lange waren Sie in Barcelona? Also wie lange fast 4 Jahre. 4 Jahre? Fast 4 Jahre. Das war hochinteressant, auch politisch, weil das gerade war, Franco war gestorben und es war dieser mühsame Übergang in die Demokratie. Da habe ich viel politisch auch gelernt. Okay. Und was ist passiert? Wurden Sie gerufen? Wieso haben Sie Ihr Leben dann so radikal geändert? Weil wer weiß, welche Karriere ja dann, wie die weitergegangen wäre. Ne? Ich glaube, sie wäre weitergegangen. Ich habe aber dann streng nach der Disziplin eines Diplomkaufmanns soll und haben, was ist gut, was ist schlecht, bei mir ein bisschen eine Kontrolle gemacht und habe festgestellt, ich lebe mit einem religiösen Defizit. Ich war an sich von zu Hause aus und
von den Jesuiten her außerhalb der Schule, war in Klagenfurt eine sehr gute Jugendarbeit, auf religiöses Leben hin erzogen. Ich habe auch meinen Glauben nie verloren. Schwacher Glauben, aber trotzdem irgendwie beibehalten. Und ich lebte dann religiös unter meinem Niveau, hatte ich den Eindruck. Sonntagsmesse, wann sich's noch ausgeht, so ungefähr. Ja. Und ich habe dann gefunden, das ist zu wenig für mich. Das war das Erste. Das andere war ein Überschuss. Ein Überschuss, nämlich, dass ich, so wie auch jetzt mit Ihnen, gerne rede und gerne auch die Kirche verteidige und vom Glauben spreche und Leute gewinne. Und da habe ich mir gedacht, aha, das ist also der zweite Punkt, der eigentlich dafür spricht, das eine ein Defizit abbauen und das andere eine Überschusskraft irgendwie zu kanalisieren. Dann gibt es ein ganz merkwürdiges drittes Motiv, das steht in meinem ersten Schreiben an den Abt von Heiligenkreuz drin, Treue zum Papsttum. Damals, schwierige Zeit, Paul VI. Und so. Und im Jahr 2009 hat mich der Papst in Heiligenkreuz besucht. Meine Lebenswette ist aufgegangen. Schön. Aber wie war jetzt dieser Weg, also diese Gabelung Richtung Kloster? Also redet man noch von dem, dass Sie noch Manager waren. Und dann kamen irgendwie diese drei Gründe. Und dann haben Sie gesagt, so jetzt aus, da hält mich nichts mehr auf. Kein Chef, der von Frankfurt kommt, nicht die Familie, nicht irgendwer. Also meine Mutter zum Beispiel war sehr dagegen. Mein Vater hat mich gestützt, mein Bruder noch mehr. Aber die Mutter hat also gefunden. Was hat eine Mutter für Argumente gehabt? Ja, ist eine versteckte Form von Selbstmord. Sowas ungefähr hat sie geglaubt. Also die wollte wahrscheinlich Enkelkinder haben. Nicht? Natürlich, klar, wollte sie. Obwohl schon zwei von meinem Bruder da waren. Aber natürlich wollte sie Enkelkinder auch von mir sehen. Also das war nicht so, dass in der Familie alle gesagt haben, Gregor, wir haben gewusst, dass du das einmal machen wirst. Sondern das war eher so, was? Ins Kloster? Unsere Sendung heißt, das hätte niemand von mir erwartet oder so. Das hätte mir niemand zugetraut. Ich habe mir selber am wenigsten zugetraut bis zu dem Moment. Ich habe dann nichts bei der Primiz von einem guten alten Freund aus Klagenfurt gehört, der gesagt hat, dass du mal Pfarrer bist, haben wir immer gewusst. Also das heißt, andere Leute haben in mir das eher gesehen als ich selber. Trotzdem war die Überraschung im Jahr 77 bei allen Beteiligten natürlich sehr groß. Und die erstaunlichsten Vermutungen sind aufgetreten, aber die konnte ich dann im Lauf meines klösterlichen Lebens doch irgendwie dementieren. Sind Sie jemals irgendwo gesessen und haben sich gedacht, war das jetzt der richtige Weg? Eigentlich nicht. Ich habe immer gespürt, dass ich den richtigen Moment gewählt habe, um das Richtige zu... Ich bin aber dankbar für meine späte Berufung, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mit 18 ins Kloster gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwann einmal mit 27 oder 32 in der Früh aufgewacht und hätte gedacht, was habe ich getan? Ich habe ja das Wichtigste versäumt. Und das ist mir in dem Fall also doch erspart geblieben, sondern ich hatte ein interessantes und aufregendes Leben vorher, auch mit guten menschlichen Kontakten. Und ich wusste ungefähr, was ich tue. Und ich bin dann im klösterlichen Leben, gerade in Heiligenkreuz, unglaublich beschenkt worden. Mit einer guten Mischung aus Ora et Labora, Sie wissen, das ist die alte Devise vom heiligen Benedikt, Gebet und Arbeit. Ja. Mit ganz, ganz großartigen Mitbrüdern, auch gerade die alten Mitbrüder, die ich angetroffen habe, wie ich in Heiligenkreuz eingetreten bin. Aber auch der jetzige Nachwuchs. Wir sind ja in Heiligenkreuz mit unglaublich viel Nachwuchs gesegnet. Was da für Juwelen und für Perlen in dem Nachwuchs drin sind, wunderbar. Aber Ihnen hat sicherlich die weltliche Ausbildung und eben dieser Job im Management geholfen, das aus Heiligenkreuz zu machen, was Sie gemacht haben, oder? Vielleicht auch, ne? Man muss dazu Folgendes sagen, ich war nie Hauptökonom im Kloster. Ja. Und aber die Medien, der Zugang zu den Medien, das ist... Ja, ob ich das nun als Manager so gehabt habe, weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, ich wurde eher von den Medien entdeckt, wegen meines ungewöhnlichen Changierens zwischen zwei Welten. Eins ist mir wichtig. Also erstens, zwischen meinem Eintritt ins Kloster und dem Moment, wo ich ab wurde, ist fast ein Vierteljahrhundert gewesen. Und ich bin nicht eingetreten, um abzuwerden. Das kann man auch gar nicht. Und der Abt ist, so wie nach der Regel des heiligen Benedikt, als auch nach dem Kirchenrecht, nicht Manager. Er ist, wie der Name Abt sagt, Vater. Er ist Lehrer, Erzieher, Begleiter, manchmal auch Richter, Begleiter. Ganz am Schluss kommt dann Verwalter und ganz am Schluss die hoffnungslose Überforderung, Stellvertreter Christi in der Gemeinde. Ja. Okay. Das ist natürlich eine Überforderung, aber zumindest zeigt es einem die Richtung, in die man gehen soll. Bevor ich es vergesse, Sie sagen, glaube ich, sagen Sie das, reich sein ist keine Sünde.
Also, ich würde mal so sagen, reich werden auf die gute Art, das ist der Titel meines Buches, okay, wenn man wirklich alle Dinge, die zu berücksichtigen sind, ein gutes Produkt, guter Umgang mit den Mitarbeitern, pünktliche Zahlungen an die Lieferanten, NGO, Gewerkschaften, wenn man all dieses komplizierte Ding bewegt und dann kommt ein Gewinn heraus, dann ist dieser Gewinn gottgefällig. Aber dieser Gewinn soll nicht am Häuferl liegen bleiben, nicht wie der Onkel Dagobert, dass man dann darin herumwühlen will, sondern ich verwende statt Reichtum gern das Wort Vermögen. Das können Sie auch klein schreiben. Dann heißt es, ich bin imstande, damit wir das zu bewirken. Ich vermag etwas. Und ich glaube daher, dass es ganz wichtig ist, dass man alle Reichen auffordert, zu sagen, ich will mit meinem Vermögen etwas Gutes bewirken. Und dann ist reich werden etwas Gutes, etwas Gott Wohlgefälliges und den Reichtum ausgeben und wieder in richtige Dinge investieren, auch die richtige Methode. Also ich glaube, dass Sie uns jetzt sehr schöne Sachen mitgegeben haben zum Nachdenken. Ja? Müssen wir jetzt sacken lassen. Und ich hole vielen Dank, dass Sie auch da waren. Ja? Freude. Ja. Freude. Wollen meine letzten beiden Gäste zu uns, Annemarie und Sally. Die beiden sind sehr gerne in Salzburg unterwegs, aber nicht nur wegen der schönen Stadt, sondern dem öffentlichen Busnetz. Herzlich willkommen. Das ist ein schönes, buntes Potpourri, wenn ich euch jetzt so anschaue, vom Alt ab zum Sally. Sally, wo kommst denn du her? Ich komme aus Ghana. Aus Ghana. Natürlich, daheim ist daheim. Daheim. Annemarie, wann habt ihr euch kennengelernt? Im Winter 1991, 92. Wo? In St. Gilgen am Wolfgangsee. Ja, aber was war dort? Der Sally war in Mondsee, bekam keine Arbeitsgenehmigung, keinen Aufenthalt und hat meinen Neffen und einen Freund kennengelernt. Und die zwei waren der Meinung, wenn ihm jemand helfen kann, dann bin ich das. Na schau. Und da sind sie zu mir gekommen und habe ich den Sally ein bisschen ausgefragt und habe gesagt, das Wichtigste ist, dass du ganz, ganz schnell Deutsch lernst. Mhm. Hat er gesagt, ja, das mache ich. Also er hat sich immer bemüht und hat immer jeden Ratschlag dankbar angenommen. Und ich habe dann schon gesehen, nach mehreren Versuchen, Arbeitsgenehmigung und Aufenthalt zu bekommen, einmal ist er sogar verhaftet worden und sollte abgeschoben werden, habe ich gesagt, da kann man nur in der obersten Instanz ansetzen. Und ich habe ja den schlechten Ruf, dass ich sehr beharrlich sein die kann. Die oberste Instanz, Achtung, ist der liebe Gott. Okay, gut. Ja, aber also so wer war das in eurem Fall? Und das ist dann gelungen. Und Sally hat mich nie enttäuscht. Ich habe ihm von Anfang an viel zugetraut. Aber ich habe ihm natürlich nicht diese berufliche Karriere zugetraut. Und auch nicht das, was er mit seinem wunderbaren Projekt Sorinatu, Steh auf und flieg, jetzt in Ghana für Kinder bewegt. Du hast schon sehr viel erzählt und zusammen gefasst. Du bist Buschauffeur geworden. So ist es, ja. Also ich meine, da muss man ja schon, man muss halt wirklich die Sprache beherrschen, wenn du einen Führerschein machen und ich meine, nicht jeder von uns kann einen Bus chauffieren, das ist schon, also Hut ab. Wie war denn das in der ersten Zeit? Bist du herzlich willkommen geheißen worden oder angefeindet auch mitunter? Am Anfang, das war nicht leicht. Ich habe gedacht, die erschlagen mich. Weil? Die erste Monat oder erste Woche sogar, weil manche Fahrgäste steigen in den Bus hinein mit dem bösen Blick, schauen vorne der Fahrer. Schwarze Mann. Einfach irgendwie so wie ich überhaupt nicht wäre. Gehst hinein. Und dann beobachten sie, wie ich mit den Fahrgästen umgehe. Natürlich habe ich viel gegeben. Fahrgäste, die älteren Leute, wenn die Bus einsteigen, nicht kennen, ich helfe denen. Oder die Kinder, oder ich senke, ich versuche, ich habe alles gegeben. Aber dann, wenn jemand wieder aussteigt, kommt zu mir vorne, Hut ab und neigt, bleibt weiter so.
Weil ich habe. Du hast dich nicht unterkriegen lassen. Nein, also, nein, auch nein. Wenn man dir noch böse begegnet ist, nein, hast du dir gedacht, okay, gut, so wie es heißt, die andere Wange hinhalten, nicht? Also, gell? Wenn man dich auf die rechte Wange schlägt, halte die linke hin. Genau. Ich habe immer meine Beste gegeben. Ich habe immer versucht, mit Leuten Kontakt aufnehmen, reden, Spaß und so weiter und so fort. Und du bist der singende Buschauffeur. Du singst die ganze Zeit, gell? Genau. Was singst du da? Ja, ich habe ein Lied, also das war meine erste, sagen wir so, meine erste Fahrt und habe den Bus vom Kollegen übernommen und dann der Kollege hat gesagt, ja, jetzt kommt schwarzer Mann. Dann bin ich umgedreht. Dann habe ich gefragt, wie fürchtet sie vom schwarzen Mann? Und ganze Bus, die haben natürlich gelacht. Ja. Und es war wirklich... Naja, und jetzt ist ja so, Annemarie, dass sehr viele Menschen ja mit ihm fahren, ne? mit der Linie. Ja, die lassen sogar einen Bus fahren und warten auf den Sali, wenn sie wissen, dass er unterwegs ist. Hättest du dir das je zugetraut? Nein, habe ich gar nicht zugetraut. Aber irgendwann einmal habe ich gedacht, na, es könnte nur Nein sagen, mehr nicht, es kostet nicht. Mhm. Und ich war am Anfang verschiedenen Firmen gefragt, ob ich überhaupt dort arbeiten. Na, sie haben keine Erfahrung. Irgendwie bin ich heimgekommen, einfach irgendwie traurig, aber irgendwie doch, na, Sally, du bist Sally. Und du bist als Schwarz. Und du sollst kämpfen, aber nicht anders kämpfen als tu es, probier es. Sally, geht nicht, gibt's nicht. Ja, genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Meine Lieben, vielen Dank. Weiterhin alles Gute an euch alle. Ja, geht den Weg weiter so wie ich. Ich mache mir auf alle Fälle keine Sorgen bei keinem Einzelnen. Gell? Wenn ich nach Salzburg komme, werde ich auch schauen, wo du fährst. Gell? Dankeschön. Danke. Den Mutigen gehört die Welt, also trauen Sie sich auch etwas zu. Ich glaube, dass Sie meine Gäste heute ganz bestimmt ermuntert haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Abend. Servus. Anders lieben. Akzeptanz statt Toleranz heißt es demnächst. Verraten Sie uns, wo Ihre Grenzen der Akzeptanz liegen und rufen Sie an unter 0900 91 00 98.